Das muss ich sagen, verstehe ich noch nicht ganz, wie das funktioniert. Warnung, Sauerstoff niedrig. Iridium, das kommt alles da rein. So ein Iridiumstäbchen, das passt da nicht mehr rein. So, eigentlich müssten wir jetzt auch irgendwie Insekten suchen, oder? Wir haben zur Not hier noch ein Triebwerk. Aber genau, wir können einen Bienenstock erstmal machen. Wir machen jetzt Stück für Stück Bienenstock. Brauchen wir eine Bienenlarve, Superlegierung und Dünger. Wir müssen auf jeden Fall für Dünger erstmal das haben. Ein Schwefel. Drei Algen. Eins, zwei, drei. Dann können wir das hier in Wasser umbenennen. So, dann haben wir Dünger. Superlegierung, Bio. Das da. Wo habe ich die Larve hingepackt? Nee. Nee, nee. Da. Eine Larve. Und eine Superlegierung. Pflanzen, Insekten. Sekunde. Wenn wir das schon machen, dann machen wir das irgendwo hier hin. Dann haben wir den Punkt, dass das hier eigentlich auch von 1000 profitiert. Das heißt, wir haben 1,75 Kilogramm, die wir da produzieren. Genau, weil wir hier zweimal Pflanzen drin haben. Reicht das auch alles? Zweimal Pflanzen? Das ist drin. Das, der Baumdings ist auch drin. Gut. So, weil jetzt haben wir auch eine Insektenproduktion. Bei 500 Gramm Zernia-Baumsamen. Ich hoffe, die sind dann auch ein bisschen stärker. Aber wozu braucht man Heizung 5? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Hundertfünfzig Sauerstoff. Nullnasamen, die hatten wir auch irgendwo, ich glaube, in der alten Base. Ein Sauerstoff haben wir mit. Also Nullnasamen müssten wir sogar hier im Dings haben. Irgendwo hier in den Dingern. Erstmal das hier mitnehmen, das, das. Hier ist nichts mehr. Komm, dann nehmen wir den Titan auch und dann können wir das hier wegmachen. Hier ist nichts davon. Haben wir denn Nullnasamen schon gesehen? Also ich weiß, dass wir hier allein in den Kisten, glaube ich, neue Mitteilungen erhalten. Also ich weiß, dass wir drüben, glaube ich, noch ein Wächterteil brauchen oder zwei, um da wieder was zu öffnen.
Pollnersamen. Ganz, warte. Hier oben, glaube ich, waren. Pollnersamen. Hier gab es ein kaputtes Fenster. Nee, das ist Tusk. Das war Tusk. Und hiervon können wir auch nichts auseinandernehmen. Oh, falsches Fenster, falsches Fenster. Dann gehen wir hier einmal noch mal kurz frische Luft schnappen, bevor wir wieder ins Innere des Raumschiffs gehen. Also im schlimmsten Fall haben wir auf jeden Fall drüben glaube ich in der alten Base ein paar Sachen. Das sind die. Das sind ja keine Samen. Ich glaube, hier hatten wir keine. Das sind Auberginis. Obwohl wir können Auberginen mitnehmen, weil die können wir dann anpflanzen für Dünger. War ich glaube ich schon, ja. So, nehmen wir einmal kurz Auberginen mit. Gehen mal hier links entlang. Haben wir noch die Schaltplatinen. Nullnersamen. In Eisen weg. Nullnersamen. Liamasamen. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall jetzt Bescheid, wo wir Liamasamen noch herkriegen. So. Einmal Sauerstoff ein kleines bisschen schnappen. Und hier liegt auch noch Iridium. Davon hatten wir jetzt aber jetzt glaube ich einiges. Superlegierung Dünger. Hier an 80. Das. Nullnersamen kommt schon mal hier rein. Dann kommt Mutagen und einmal. Hier. Das Zeug und Mutagen. Waschen. Ein Wasser, was zu essen. So, das ist der bessere Dünger. 89.
Ein Bienenstock haben wir draußen jetzt stehen. Metallingskuppel kriegen wir auch bald. Und bei 15 Kilogramm stellt viel Gesundheit wieder her. Freischalten bei 50 Kilogramm, okay. Wir brauchen, glaube ich, ein paar Bäumchen dann noch. Das heißt, das generell wäre nicht schlecht, um noch mehr von denen herzustellen. Aber wir brauchen halt auch Larven irgendwo her. So, ein Schwefel. Wasser brauchten wir dafür. Sekunde. Ah, ne, Algen. 2, 3. Ein, das. Dann brauchen wir eine Superlegierung. Jetzt können wir noch einen hinstellen. Dann kommen wir da noch dran. Luftdruck mal 3000, Pflanzen nur 1000. Genau, Pflanzen, Samenverteiler, Sauerstoff. Pflanzen können wir halt auch noch ein bisschen mehr pushen. Weil das ist ja jetzt so der nächste Schritt, Pflanzen. Wenn ich das richtig verstehe. Hier am besten noch einen Schrank. Der hier kommt mit den Paketen. Weil dann können wir die hier dann einfach jedes Mal reinpacken. Supernegierung, zwei Stück. Aber wie ist das? Selbst wenn wir ja jetzt praktisch hier was produzieren, hilft die Wärme denn trotzdem? Oder ist die eher kontraproduktiv? Das weiß ich halt gerade nicht. Und sortieren. Kommt die hier raus. Dann kommen die hier hin. Und das nennen wir Samen. Ja, auch mal irgendwo bin ich der Meinung, hatten wir auch schon mal Samen. Eisen, tötet. Osmium. Nee. Okay. Wir hatten halt Pflanzen. So, das ist 150. Wir brauchen also einen Baumverteiler. Dafür braucht man nochmal Dünger. Wir brauchen Bakterien. Und wir brauchen Superlegierung. Wir brauchen Algen. Genau, die Nachrichten müssen wir gleich auch lesen. Wasser. Neues Ding erhalten. Weltraum, Handelsrakete oder so. Genau, Bakterien. Aus Bakterien.
der Bakterien, genau, dann brauche ich einen Dünger. Dünger. Dafür brauchen die aber noch ein bisschen Wachstum. Okay. Das heißt, das packen wir erstmal hier rein. Das auch. Das kommt zu Titan. Das kommt zu Magnesium. Und das kommt hier rein. Ja. So. Eine Superlegierung, ein Raketen, ermöglicht das Senden von Raketen ins All, um Terra-Tokens zu erhalten. Kann verwendet werden, um Rezepte und Gegenstände freizuschalten. Okay, alles bis auf diese Superlegierung haben wir. Und Superlegierung wäre dann wieder 3, 2, 1, 2, 3. Ein Aluminium. Aluminium haben wir auch schon fast keins mehr. Superlegierung. Dann so ein Raketendings. 1, 2, 3. Davon. Ein Uranstäbchen, oder? So, Build the Space. Was zu. Was das? Was. Oh, das ist wieder, glaube ich. Supralegierung. Ich hab get hit by asteroid. Da hat mich ein Autsch. Super. Inventar ist voll? Nein! Wir brauchen mehr. Die verschwinden halt so schnell.